Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket für dich, was ich mit der lieben Nathalie gemacht habe, vom Kanal Nathalie Nord Beauty. Und ja, hier befindet sich das Tauschpaket, das ist hier und das ist prall gefüllt mit ihren Drogeriefavoriten. Wir haben ausgemacht, dass wir einen Warenwert von ungefähr 50 Euro in das Paket packen und unsere 10 Drogeriefavoriten jeweils hineinpacken. Ihr könnt natürlich auch die Drogeriefavoriten von mir auf ihrem Kanal finden. Das heißt, ja, unten in der Infobox befindet sich der Link zu ihrem Kanal und zu dem Video. Und ich habe es euch nachher auch nochmal eingeblendet, wahrscheinlich auch hier oben schon. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist auch am Start, weil sie hat mir geschrieben, dass sie auch etwas für den kleinen Mann mit reingelegt hat. Deswegen erklärt es sich natürlich, weswegen auch die ganze Zeit um das Paket herumgeschlichen ist. Es riecht natürlich auch ein bisschen nach ihrem Hund, nach ihrer lieben Coco. Auch für die liebe Coco habe ich was mit beigelegt. Sie hat mir nur schon verraten, dass es leider nicht ganz so gut war für Möpse. Also ja, es ist nämlich ein Mops bei ihr und ja, wusste ich nicht. Ne? Also ich habe einen Schweizer Schäferhund-Mischling gedünsten. Also Sammy ist ja einmal Straße rauf und Straße runter. Und ja, der ne, verträgt halt so gut wie alles. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie halt in das Paket gepackt hat. Mir hat es unfassbar viel Freude bereitet. Und ich weiß, dass Nathalie einfach ein sehr liebevoller, herzlicher und vor allem erfahrener Mensch ist, im Sinne von, sie weiß, was gut ist. Ne? Und deswegen vertraue ich ihr da einfach, dass dieses Paket auch wirklich gut gefüllt ist. Wirklich schön eingepackt. Natürlich habe ich den Adressaufkleber eben noch vorher entfernt. Und jetzt werde ich erstmal hier das Geheimnis lüften. Ach du Wahnsinn. Oh. So schaut dann das... Oh, ist das schön für die liebe Claudi. Und da hat sie mir ein Sträußchen mit Lavendel und, ja, mit Samen reingepackt. Das finde ich schön. Ich mag solche Natursträußchen. Oh, das riecht so gut. Mega. Vielen, vielen Dank. Für dich, liebe Claudi. Und hier habe ich eine kleine Botschaft drin. Oh, ich liebe Rosen. Das ist ja schön. Eine ganz, ganz tolle Karte. Hallo liebe Claudi, wie schön, dass wir wieder ein Tauschpaket zusammen machen und damit tauschen wir unsere 10 besten Drogerieprodukte und können uns auch damit sagen, hallo Herbst. Oh ja, ich hoffe, dass ich etwas gefunden habe, was du noch nicht hast. Auf jeden Fall wünsche ich dir und deinen Zuschauern viel Spaß beim Unboxing. Cool. Ich freue mich, dass ich einen so tollen Menschen wie dich auf YouTube kennengelernt habe. Och Mensch, Nati, dankeschön. Du machst einen super Content auf YouTube. Ich wünsche dir viel Erfolg und im Privaten alles Gute, Glück und Gesundheit. Ganz liebe Grüße aus Nord Beauty Deutschland, deine Nathalie. Auch vielen, vielen Dank. Das sind Herzensworte, Leute. Sammy stupst mich schon an. Frauchen, jetzt mach schon auf. Irgendwas ist doch bestimmt für mich mit bei. Ja, ja. Oh, wow. Das ist so schön liebevoll eingepackt. Guckt euch das mal an. Mega schön. Mich springen natürlich direkt hier die Toffifees an. Also, vielen, vielen Dank. Ich liebe Toffifees, ne? Oh, das ist echt so ein bisschen mein Kryptonit, nennt man das so. Wenn Toffifees hier sind, die halten nicht lange. Das heißt, wenn ich gleich dieses Video schneide, die werden aufgegessen, aber sowas von. Oh, da sind überall auch Botschaften dran. Richtig schön. Das ist cool. Für Sammy von Coco. Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist, passt jetzt auch sehr, sehr gut, dass ich das als erstes rausnehme, weil Monsieur ist schon ein bisschen ungeduldig. Hier haben wir drin zum einen, das sind so Knabberleckerlis. Richtig cool. Sowas ist voll was für Sammy. Sehr, sehr schön natürlich. Und dann von Pedigree die Schmackos. Ja, die kann ich ihm immer gut zwischendurch mal geben. Das ist immer ganz fein. Das macht der auch gerne. Kann ich mir am besten sogar hier hinlegen, weil der ja ständig bei mir bei Videos mit dabei ist, ne? Sammy, kommst du auf die Seite? Komm mal hier hin. Jetzt muss er mal rüberlaufen. Ja, man sieht ihn jetzt noch nicht so. Kann ja mal schauen, ob ich die Kamera runterklappen kann. Jetzt seht ihr natürlich auch das, was ich gleich hier abdrehen werde. Ein paar Adventskalender. Oh. Ich glaube, das ist so Rinderkopfhaut oder sowas, ne? Ganz vorsichtig. Pass auf, dass du nicht irgendwo gegenrennst. Ja.
hat er sich jetzt da hingelegt und dann wird das jetzt schlabulieren. Man wird ihn wahrscheinlich gleich schmatzen hören. Mercy, das musst du essen. Der guckt mich jetzt an. Er hat das so schön vor da so hingelegt und willst du mehr? Kriegst du noch einen Schmack. Das ist halt ein bisschen schneller zu essen, ne? Ups. Ja, okay, cool. Dankeschön. So, als nächstes haben wir dieses hier. Mensch, da hast du dir beim Einpacken richtig viel Mühe gegeben. Das sieht so schön aus. Ich war nicht so kreativ beim Einpacken, muss ich gestehen. Farbe liebt dich. Okay. Oh mein Gott. Ja, geil. Das, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Richtig schön eingepackt. Weekend Wipes Mimosa. Und ganz ehrlich, Nathalie, die wollte ich mir tatsächlich auch letztens kaufen. So geil. Das ist so schön von BH Cosmetics. Eine Lidschattenpalette. Ja. Boah, ist die schön. Guck mal. Das sind so schöne Pink- und Rosatöne. Oh, das mag ich. Und das betont halt meine Augen auch richtig gut. Du hast hier schöne Schimmertöne drin. Du hast hier matte Töne drin. Komm, also ein paar Töne swatchen wir. Pop, Champagne, Bubbly und Saluti. Oh, ich liebe die Qualität von BH Cosmetics, Leute. Die ist einfach einmalig, ne? Das ist so gut. So, so gut. Wer läuft hier damit durch die Gegend? Vielen, vielen, vielen Dank, Nathalie. Also das ist so eine geile Palette. Da habe ich Bock drauf. Und gerade so mit meinen grün-braunen Augen macht es einfach echt Freude, sich so einen rosa-pinken Look zu schminken. Weil dadurch die Augen halt auch einfach noch ein bisschen mehr strahlen, ne? Geil. So geil. Und ja, die BH Cosmetics Lidschatten haben einfach eine mega Qualität. Und hier haben wir das nächste. Und das ist sehr, 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 sehr eingepackt. Ein Must-Have, schreibt sie drauf. Okay, das ist von NYX Professional Makeup, Hashtag NoFilter. Das ist ein Finishing Powder. Nein, das habe ich auch noch nicht. Ich habe, glaube ich, auch in ihren Videos gehört, dass sie das richtig, richtig gut findet. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann auch bei mir funktioniert. Dankeschön. Ja, die mir noch eine, oh schön, ne? Eine Hortensienblüte getrocknet mit reingelegt. Ich mag das. Hier haben wir das nächste. Gold wert. Mal gucken, was Gold wert ist. Oh ja, Hair Biology Anti-Frizz and Illuminate von Provi, eine wiederaufbauende Haarmaske. Ich liebe es. Ich habe davon eine Spülung schon mal gehabt und die war toll. Dankeschön. Oh, wie die duftet. Die hat auch ein bisschen was von Banane. Mega angenehm. Die riecht gut, ne Sammy? Willst du mal riechen? Nom nom so. Vielen, 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 vielen Dank. Richtig cool. Hier haben wir ihren vierten Favoriten. Das ist dieses hier. Sammy, du bist mein Favorit. Ja, 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 ja. Du bist mein Lebensfavorit. Und was ist eigentlich mit meinen Haaren gerade los? Egal. Ja. So, schauen wir mal, was sie hier geschrieben hat, Sammy. Eine von den besten. Okay. Oh ja, geil. Die habe ich auch noch gar nicht. Das ist die Falsies Lash Lift Mascara von Maybelline. Die sieht ja cool aus. Ich liebe Mascaren. Ich finde, Mascaren sind auch so super, super wichtig. Also die machen bei mir auch eigentlich viel, ne? Weil ich schmink mir meine Augenlooks und mache mir das alles schicki. Aber wenn ich dann keine Mascara drauf habe, dann sieht das nur halb so geil aus. Und dann mache ich mir die Mascara drauf und dann ist es auf einmal boom. Das ist so eine Transformation immer. Ach, schön. Das ist ein Kunsthaarbürstchen. Das schaut so aus. Vorne dick, hinten dick, in der Mitte schmal. Das sieht sehr gut aus. Riecht einfach nach Mascara. Muss ich auf jeden Fall austesten. Wahrscheinlich in Kombi mit der Lidschattenpalette. Danke. Sammy, nicht hier mein Interieur umhauen. Muss aufpassen. Hier haben wir das nächste. Ich glaube, gleich sitzt Sammy hier bei mir auf dem Schoß. Denn hier reingeschrieben? Genau richtig für den Alltag. Okay. Und ich noch ein Schmackomaus. Ja, du weißt, dass hier was liegt, ne? Ups. Maus.
Was war das mit nicht umhauen hier? Das ist auch immer so schön eingepackt. Das ist in diesen Tütchen, ne? Das ist echt mega. Also das sieht schon mal nach einem Lippenstift aus. Und dann ist es wahrscheinlich Nude. So eine schöne Alltagsfarbe, die schön hält. Oh. Das ist die Nummer 233 Pink Rose von Maybelline. Das ist dieser hier. Mensch, mit den Produkten kann ich mir fast ein Full Face schminken. Wow, ist das eine geile Farbe. Das ist ein toller Ton. Ich mag den Duft auch von Maybelline Lippenstiften, ne? Oh, schön. Echt schön. Ne? Und das passt auch super zu der Lidschattenpalette. Also da, ja, da gibt es auf jeden Fall einen Schminki zu. Hier haben wir das nächste Tütchen. Das sieht so hübsch aus. Ohne kann ich nicht, hat sie geschrieben. Ach nein, wie geil. Okay, hier sind zwei Produkte drin. Einmal die Essence All About Matte Oil Control Paper. Das sind diese hier. Die muss ich auf jeden Fall mal austesten. Habe ich noch nie verwendet, muss ich gestehen. Und von Five Gums Wassermelone. Oh, lecker. Das sind diese hier. Das dürften Kaugummis sein. Ja, Kaugummis finde ich auch tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Sammy ist so ein Räuber. Läuft hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, du kriegst noch einen Schmack. Aber der kriegt ja nichts vom Tisch, ne? Aber vom Schminktisch. Hier haben wir wieder so einen großen Tiegel. Bestimmt auch wieder so ein Peeling oder eine Body. Das ist die Copacabana Cream von Valea. Safe. Das fühlt sich so an. Sei dich glatt gesund. Das ist sowas von die Copacabana Cream. Wie geil. Die habe ich mir letztens aufgeholt, weil ich da so Bock drauf hatte. Weil du mich angefixt hast übrigens. Aber echt geil. Cool. Ja, die werde ich dann demnächst mal verwenden und davon berichten, ob ich sie auch genauso geil finde. Ich habe auch gesehen, dass du dir da ein megas Backup von organisiert hast, weil die geht, glaube ich, auch aus dem Sortiment raus oder so. Weiß ich nicht, ob das dann halt quasi nur im Sommer im DM zu kaufen gab. So geil. Und ich finde, die riecht auch wirklich gut. Ich mag ja eigentlich nicht so gerne Kokosduft, aber das hier gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Und Sammy räubert sich hier so die ganze Zeit. Der schleicht hier um den Tisch drumherum. Irgendwann fällt dir gleich auch irgendwas um. Ich hatte ernsthaft auch drüber nachgedacht, ob ich eine von denen, die ich gekauft habe, bei ihr mit ins Paket packe. Habe mich dann aber für was anderes entschieden. Das wäre natürlich super ulkig geworden, wenn wir dann das gleiche drin gehabt hätten. Hier haben wir das nächste. Das ist ohne Botschaft, aber es scheint so eine Buchverpackung zu sein. Was könnte da denn drin sein? Vielleicht ein Blush oder sowas? Ich vermute irgendein pudriges, dekoratives Kosmetikprodukt hier drin. Mal schauen, ob ich damit richtig liege. Nein, wie geil. Krass, du hast mir einfach zwei Lidschattenpaletten reingegeben. Das ist Essence Daily Dose of Love. Das ist eine Lidschattenpalette. Und ich habe die Daily Dose of Power tatsächlich. Die habe ich auch verwendet hier oben im Schminkvideo. Könnt ihr mal schauen. Und die fand ich richtig gut. Und die hier, ja, die ist so schön. Also man wundert sich, wie heftig pigmentiert diese Lidschattenpalette ist, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss mal kurz meine Hand hier sauber machen, weil da natürlich Reste von der BH-Palette drauf sind und die ganze Hand glitzert vor sich hin. Ne, Sammy? So, dann gucken wir mal. Ich swatch jetzt mal ein paar Töne hier einfach raus. Oh, die Qualität, Leute, die ist hammermäßig, ne? Das habe ich bei der Blau-Grün, die ich habe, auch schon bemerkt. Das ist Wahnsinn. Richtig, richtig, richtig gut. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass diese Lidschattenpaletten irgendwie nur 3,99 € oder so kosten. Und Leute, ihr bekommt da eine hammerkrasse Qualität. Das ist so geil. Also vielen, vielen Dank. Mega. Da kann ich verstehen, dass du sagst, dass das eine deiner Lieblingspaletten ist. Oder eins deiner Lieblingsprodukte, ne? So, das vorletzte haben wir hier schon. Das ist so lang und rund. Das ist doch ein Shampoo oder so. Hier oben ist nämlich der Deckel. Mal gucken. Mein Favorit, schreibt sie drauf. Okay. Yay! Oh! Richtig geil. Das ist das Shampoo von Hair Biology Anti-Frizz and Illuminate mit Hyaluronsäure und Omega-3. Das ist quasi dann zugehörig zu der Maske, die sie mir auch mit reingelegt hat. Mega. Also wie gesagt, das Shampoo habe ich schon verwendet, die Spülung habe ich schon verwendet, die war richtig gut. Und das ist halt hier so zum Reindrücken. Das heißt, man hat dann auch echt keine Probleme unter der Dusche, das anzuwenden. Und ich freue mich da gerade. Boah, das riecht auch so gut.
So angenehm, cremig, säubernd. Mega geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und hier haben wir das letzte. Und das ist super schwer. Also, ich glaube, da ist irgendwas Pulveriges drin. Was könnte da drin sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Erleichterung für die Füße, hat sie geschrieben. Ach Gott. Ja, mega. Das ist von Mivoles, ein basisches Badesalz. Und das trägt zur Regeneration bei Stress nach dem Sport bei. Und mit Malachit-Edelstein ist das wohl auch drin. Da sind 700 Gramm einfach mal mit bei. Extrem gut. Also das kann ich für ein Fußbad sehr gut gebrauchen. Ich bin halt so ein Rödelmensch, ne? Ich laufe halt ständig durch die Gegend, bin ständig auf den Beinen, auf den Füßen. Und das wird mir so gut tun. Vielen Dank. Kannst nichts durchriechen. Ist noch verschlossen. Werde ich dann mal anwenden, wenn ich dann einfach da sitze und meine Videos schneide. Ich glaube, das kommt echt gut, ne? Dankeschön. Liebe Nathalie, das war cool. Das war ein richtig, richtig tolles Tauschpaket. Also du hast mir deine 10 Drogeriefavoriten gezeigt und deine Favoriten gefallen mir tatsächlich. Und mal schauen, ob deine Favoriten sich auch zu meinen entwickeln. Ich bin gespannt, was du zu meinen Favoriten so sagst. Sie waren doch etwas bunter manchmal. Und ja, ne? Immer wieder gerne wieder. Ja, immer wieder gerne wieder. Genau. Sammy freut sich auch gerade. Der leckt diese Rinderkopfhaut hier gerade ab, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der weicht das immer dadurch ein bisschen auf und nachher wird die dann geknabbert. Und ja, also echt ein schönes Paket von Herzen. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Nathalie vorbei und ja, sie ist so ein herzensguter und super, super lieber, sanfter Mensch und ich kann sie einfach nur empfehlen. So, und ja. Das war jetzt tatsächlich das Tauschpaket. Es hat mir richtig viel Freude bereitet und ja, ja, es ist so herzenswärme gerade rübergekommen. Das hat mir gut getan. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten verlinke ich dir das Video von der lieben Nathalie. Hier kannst du die liebe Nathalie abonnieren. Und hier oben, beziehungsweise hier kommst du auf ihren Kanal. Und hier oben habe ich dir einen Button eingefügt. Da kannst du mich, wenn du möchtest, sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!